Also Leute, ich bin jetzt gerade inmitten eines tiefen Waldes. Es regnet, der Wind weht hier durch die Äste und Blätter. Also es könnte mal wieder nicht atmosphärischer sein. Ich bin mega gespannt. Vor mir liegt jetzt noch ein sehr weiter Weg durch diesen Wald. Hier ist ein kleiner Wanderpfad, dem ich jetzt folgen muss. Und der soll mich zu einem verlassenen Militärlager und Gelände führen. Ich bin sehr gespannt, was mich dort erwartet, ob es noch etwas zu sehen gibt. Und ich nehme euch jetzt mit. Leute, das Licht meiner Taschenlampe darf einen auch nicht täuschen. Es sieht jetzt gerade so gut ausgeleuchtet und auch gar nicht so unheimlich aus. Aber ohne dieses Licht, ich zeige es euch mal, ich dämme es einfach mal so ein bisschen, dann haben wir schon eine ganz andere Atmosphäre. Ich kann noch was sehen, auf der Kamera ist im Prinzip schon fast alles schwarz. Und wenn ich es jetzt ausmachen würde, wäre hier wirklich nichts, denn weit und breit gibt es keine Lichtquelle, keine Zivilisation. Es ist einfach nur Dunkelheit, Wald und Felder. Also es ist immer noch ein ganzes Stück zu gehen, aber ich wollte gerade mal einen kleinen Zwischenstopp machen und euch zeigen, wie es hier gerade aussieht. Ich weiß nicht, ich werde gleich nochmal mit dem Lichtkegel nach weiter hinten leuchten, aber hier ist so eine ganz große Lichtung. Und das Unheimliche, ich habe gerade nicht gefilmt, aber irgendetwas ist, ich hatte gedacht, da ist irgendwas im Wald, was mein Licht reflektiert, und das hat mich schon gewundert. Letztendlich waren es dann tatsächlich Tieraugen, weil kurz danach ist irgendetwas über diesen Weg gehuscht, in etwas weiterer Entfernung. Ich weiß nicht, was es war, und dann kam mir der Gedanke, dass es natürlich in solchen Waldgebieten auch Wildschweine gibt. Und klingt vielleicht erstmal nicht so bedrohlich, aber mit Wildschweinen ist wirklich nicht zu spaßen. Da gibt es immer wieder Unfälle, und in deutschen Wäldern ist das so mit fast das Einzige, vor dem man sich dann doch in Acht nehmen sollte, wenn man alleine unterwegs ist, weil das kann echt übel ausgehen, wenn man die erschreckt, weil man ist ja einfach in deren Lebensraum. Man hat hier ja nichts zu suchen und nichts verloren. Dementsprechend ist da jetzt dann doch Vorsicht geboten. Ich hoffe, ich begegne keinem Wildschwein. Ich versuche noch mal ein bisschen weiter nach hinten zu leuchten. Ich denke, ihr könnt es kaum erkennen, weil das Feld ist wirklich unendlich weit. Es ist hier super ruhig. Man hört nur den Regen im Wald prasseln. Und es geht jetzt weiter zur verlassenen Militärbasis. Also Leute, ich bin angekommen, so vermute ich es zumindest. Denn da vorne, auf diesem kleinen Hügel, sieht man sowas wie, ich weiß nicht, ein Lüftungsschacht oder so, der nach oben ausgeht. Also es könnte sein, dass das hier irgendwie eine Art Bunker ist, dieser Hügel, dass der gar nicht natürlich ist, sondern angelegt wurde. Und hier vorne finden sich schon erste kleine Betonmauerreste. Ich weiß nicht, ich kenne mich halt wirklich in dem Bereich gar nicht aus. Ich weiß nicht, was das mal für eine Anlage gewesen ist. Ist auf jeden Fall alles ein Militärplatz. Vielleicht finden wir sogar noch eine alte Rollbahn. Also hier, das sieht für mich auch nicht natürlich aus, dieser kleine Wall hier. Ich bin mal gespannt. Also hier geht auf jeden Fall der Weg weiter. Es wird jetzt gerade nochmal richtig unheimlich, weil der Regen doch etwas zunimmt und der Wind genauso. Also wirklich unheimliche Atmosphäre hier mitten im Nichts in der Dunkelheit. Ah, da vorne, das sieht schon interessanter aus. Da sind aufgebrochene Platten. Das sieht aus, als wenn hier der Boden irgendwie aufgeschlagen wurde. Hier sind einige Metallreste zu sehen. Ja, tatsächlich, da vorne, da sieht man es. Der Graben ist künstlich angelegt, beziehungsweise der Wall. Hier geht es wirklich rein. Und da kann man bestimmt unterirdisch, ja, es ist auf jeden Fall, man sieht's. Da kann man unterirdisch lang gehen. Und ich schätze mal, dass dieser Wall wahrscheinlich ein gutes Stück des Geländes umgeben wird. Hier vorne noch alte Reste. Ja, und hier geht es wirklich auf eine offene Fläche. Ich weiß nicht, ob ihr es genug erkennen könnt, aber ja, das wird wahrscheinlich wirklich mal befahren gewesen sein für Militärfahrzeuge. Und oh, ich bin wirklich dran vorbeigelaufen. Ein erster Hangar nenne ich es jetzt einfach mal. Sieht aus wie eine kleine Halle. Und ich kam gerade von dort vorne. Also war auch die Vermutung richtig, dass es kein natürlicher Hügel ist, sondern eben
auch wieder künstlich angelegt. Dann obendrauf ist alles bepflanzt. Da sieht man, wie alt es ist. Da sind schon richtig große Bäume drauf. Und ich muss mich jetzt gerade selber kurz zurückhalten, weil ich merkte gerade, wie meine Schritte in dieser Halle zurückhallen. Super unheimlich, wie sich hier der Ton total verändert. Man hört den Wind heulen. Da hinten sind noch so ein paar Reste. Ein alter Sessel, der da vorne steht. Mal sehen. Hier ist auf jeden Fall schon gar nichts mehr an Ort und Stelle. Alles auseinandergepflückt. Hier der kaputte Sessel. Graffiti. Und da vorne wird es wahrscheinlich rausgehen zu dem Lüftungsschacht, den ich eben gesehen habe. Leute, ich bin zwar, muss ich ehrlich gestehen, absolut kein Freund von Graffitis und diesen Schmierereien. Aber an einigen Stellen, also sowas, damit kann ich jetzt nicht sonderlich viel anfangen. Aber sowas ist dann doch ganz cool. Also wenn man hier so ein bisschen, also da hat sich ja wirklich jemand künstlerisch auch ausgelebt und das gestaltet. Und hier an dieser Stelle, finde ich, hat das auch seine Daseinsberechtigung. Ich finde, es ist was anderes, wenn man in private Wohnhäuser geht oder auch an öffentlichen Stellen, die überhaupt gar keine Lost Places sind, anfängt mit Sandschmierereien. Ich finde, das gehört sich einfach nicht. Aber hier an so einem Ort, wenn man dann da wirklich auch noch was Schönes hinzaubert, da kann ich noch was mit anfangen. Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Normalerweise kriege ich immer schlechte Laune, wenn ich an Lost Places sowas sehe, weil es halt häufig auch mit Vandalismus einhergeht. Wir schauen mal, wo es jetzt weitergeht. Es wird gerade noch ungemütlicher. Der Wind nimmt zu. Ihr seht es vielleicht im Licht. Es fängt an, weiter und stärker zu regnen. Hier links sieht schon fast danach aus, als käme hier der nächste Hangar. Wahrscheinlich aber identisch vom Aufbau. Er sieht auf den ersten Blick fast ein Stückchen größer aus, kann aber auch täuschen. Mal schauen. Ist aber auch nichts mehr drin. Ja, ist vom Aufbau identisch. Ist genau dasselbe. Ich kann trotzdem einmal kurz reinschauen. Aber hier findet sich auch nichts. Man hat natürlich auch immer so ein bisschen die Befürchtung. Ich habe eben gerade schon über einem Feld zwei sehr, sehr große Greifvögel, ich schätze es waren Eulen, kreisen sehen. Und auch hier erwartet man natürlich dann doch mitunter mal das eine oder andere Tier, was hier nachtaktiv unterwegs ist oder zumindest vielleicht sogar in einem der Räume schläft. Man will jetzt niemanden und nichts aus dem Schlaf wecken und plötzlich vor sich stehen haben. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr. Andererseits habe ich vorhin ja auch schon angemerkt, viel mehr als Wildschweine gibt es dann auch nicht, zumindest was gefährlichere Tiere angeht. Und wie gesagt, ich bin ja hier in deren Lebensraum, dementsprechend bin ich auch selber schuld, wenn ein Tier sich dann doch gestört fühlt. Und dann werde ich natürlich auch verschwinden und ein bisschen Ruhe lassen. Also hier wirklich ja, wie eine Fahrbahn, links allerdings nur Feld und Bäume, keine Gebäude zu sehen. Ich hatte eben noch mal auf der Karte geguckt. Ich dachte, es wären noch mehr Gebäude. Ich hatte eigentlich gedacht, hier einen Turm von oben zu erkennen. Hier vorne blitzt noch mal so ein bisschen was an Mauerresten auf. Ich weiß nicht, was das ist. Das könnte auch wieder zu der Wallanlage dazugehören, weil es sieht aus, ja, hier kann man schon wieder reingucken. Und da geht es scheinbar auch durch. Ich weiß es allerdings nicht. Hier oben das Dach. Und jetzt wird es wirklich richtig regnerisch gerade. Schon wieder. Hier sind so ein paar Trampelpfade und ich weiß nicht, ob die jetzt menschengemacht sind oder von Tieren stammen. Man sieht, wie es da vorne durchgeht. Ich tippe jetzt mal eher auf Wildtiere. Also hier scheint das Gelände schon wieder ein Ende zu finden, denn das hier ist ein wirklich, wirklich großes Feld. Ihr könnt gar nicht sehen, wie weit das geht. Da hinten ist eine Baumreihe. Vielleicht könnt ihr sie sehen. Dann habt ihr so einen kleinen Überblick, wie weitläufig das hier alles ist. Und es regnet jetzt gerade wirklich stark. Im Lichtkegel sieht man nur so ein paar Tropfen, aber ich werde gerade ordentlich nass. Dementsprechend denke ich, dass dieser Ort auch nicht mehr zu bieten hat und ich mich jetzt wieder auf den Weg zurück mache, denn der Weg zurück sind bestimmt nochmal 20 Minuten in die Dunkelheit
durch den Wald. Und auch das ist schon unheimlich genug. Ich nehme euch trotzdem nochmal mit, falls etwas passiert. Aber dieses Lager können wir wohl hinter uns lassen. Denn mehr Gebäude scheinen sich hier doch nicht finden zu lassen. Allerdings habe ich jetzt gerade auch schon wieder Flügelschläge gehört. Es klang, als wäre hier jetzt eine der Eulen ganz in meiner Nähe. Auch die lasse ich natürlich in Ruhe. Und es geht wieder zurück Richtung Auto. Da hinten, jetzt wird es gerade richtig windig. Da hinten blitzen gerade auch schon wieder Augen auf. Also es wird wirklich echt unangenehm. Man weiß natürlich nicht, was einen da gerade so aus der Dunkelheit beobachtet. Ich mache mir eigentlich relativ wenig Sorgen, aber man möchte trotzdem nichts begegnen. Ja, da vorne, ihr werdet es leider nicht erkennen können, aber da sehe ich auf jeden Fall Augen in der Dunkelheit. Hier ist ein großes Feld und am Ende dieses Feldes ist eine große Baumwand, wo der Wald anfängt. Und im Wald, es könnte wirklich nicht unheimlicher sein, es ist wie in einem Film, sehe ich Augen, die mein Licht reflektieren. Und also wie gesagt, es ist wie aus einer Gruselgeschichte. Man weiß nicht, was da in der Dunkelheit lauert. Man malt sich natürlich dann auch mehr aus, als es am Ende ist. Man kennt einfach die Geschichten und Filme. Aber es ist eine wirklich unheimliche Atmosphäre. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr euch das getraut hättet, wie ihr euch jetzt in der Situation fühlen würdet. Aber ich bin auch froh, wenn ich gleich wieder im Auto ankomme. Also Leute, ich habe es zurückgeschafft und bin jetzt ganz woanders. Ich bin ein ganzes Stück mit dem Auto gefahren zu einem nächsten Ort. Es soll ein kleines verlassenes Wohnhaus sein. Hier bin ich schon auf einen kleinen Schuppen gestoßen. Da werde ich vielleicht gleich mal reinschauen können. Es ist alles total zugewachsen. Und hier stehe ich an einer Hauswand. Und da steht eine Tür offen. Ich habe schon mal geguckt. Ich glaube, es ist nur ein Raum. Wir schauen trotzdem mal kurz rein. Es ist total zugewachsen. Riecht auch ganz komisch. Ich habe gerade mal das rote Licht an. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber hier steht wieder alles rum. Ein alter Rasenmäher. Es wird der Schuppen gewesen sein. Aber hier ist auch noch eine große Schrankkommode. Da vorne noch ein, ich würde sagen, Dreirad drauf. Alter Rucksack. Ganz altes Zeugs, was hier rumliegt. Und hier geht's noch. Hier ist noch eine alte Schubkarre. Da vorne eine Leiter. Ich muss aufpassen, weil es gibt direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite Nachbarn. Deshalb bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich gucke jetzt nochmal von hinten, ob es noch einen anderen Eingang gibt. Also auf der Rückseite des Gebäudes bietet sich einem ein wirklich unheimliches Bild. Und auch die Soundkulisse da vorne. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Da kommt das Regenwasser, die Regenrinne heruntergetröpfelt. Und hier oben auf diesem kleinen Welldach hört man, wie es vom Dach runter tropft. Und hier steht die Tür auf. Allerdings weiß ich halt nicht. Es steht hier völlig offen. Hier stehen Flaschen, Medikamente. Ich weiß halt nicht, ob hier vielleicht auch jemand drin zu Hause ist. Es ist auf jeden Fall wirklich unheimlich hier, Leute. Hier steht noch alles rum. Ich werde erstmal kurz in den Raum einrufen. Hallo? Ist jemand hier im Haus? Falls ja, dann bitte einfach einmal ein Zeichen geben, dann komme ich auch nicht rein, ich verschwinde sofort wieder. Ich will hier niemanden stören. Einfach einmal husten oder räuspern und ich bin weg. Ansonsten bitte nicht erschrecken, ich bin hier mit der Taschenlampe. Ich will mich auch nur umschauen. Also Leute. Küche. Noch völlig eingerichtet. Hier ist zwar alles wieder auseinandergenommen worden, aber hier liegt noch einiges rum. Hier vorne noch die ganzen Schubladen. Ist noch alles drin an Besteck. Da vorne noch kleine Gewürzstreuer. Man weiß schon gar nicht, wo man anfangen soll wieder hier. Hier steht wirklich alles rum.
schauen wir mal weiter. Der Zustand des Hauses lässt auf jeden Fall zu wünschen übrig. Also hier vorne kleines Badezimmer, ein WC, steht aber auch wieder ein Rasenmäher drin. Dann hier altes Nähzeug. Vorne ist alles zugestellt. Ich gucke trotzdem erstmal in alle Ecken und Richtungen. Das sieht aus wie ein Esszimmer. Ich gucke gleich mal rein. Hier geht es nach vorne durch. Und rechts rum, da scheint die Treppe noch nach oben zu gehen. Ich glaube, aber in den Keller geht es hier nicht. Kurz einmal einen Blick hier reinwagen. Hier noch alter Werkzeugkasten. Ist auch noch alles drin. Es macht ab und zu mal so ein paar Geräusche, als wenn... Also es hörte sich gerade sehr seltsam an. Ich glaube aber, das kommt von den Nachbarn. Also, auch hier wirklich alles vollgestellt. Dort vorne hier ist noch ein kleines Fahrrad. Aber wenn ihr hier mal reinguckt, hier kommt man schon gar nicht mehr in den Raum hinein, weil es völlig verwüstet ist. Hier geht die Treppe nach oben, sieht richtig unheimlich aus. Hier noch ein altes Bild. Sieht aber schon wirklich richtig alt aus. Heinrich Maria von Hess, 1978 bis 1863. Leute, guckt euch mal bitte diese River Cola Dose an. Ich weiß, das rote Licht ist nicht so angenehm zum Zuschauen. Das, was ihr jetzt hört, sind die Bahngleise. Es kommt gleich ein Zug vorbeigefahren. Das Haus steht direkt an einem Bahnübergang. Zumindest hoffe ich, dass es die Bahngleise sind und keine Alarmanlage. Boah, Leute, was ist das für ein unheimlicher Raum hier? Guckt euch das an. Das wird das Wohnzimmer gewesen sein. Und hier sind überall alte Puppen. Da vorne ein Schlumpf. Und hier... Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Da hinten die Teddybären. Leute, guckt euch den uralten Fernseher an. Ich komme hier leider schlecht in den Raum rein. Was hier noch alles rumsteht. Das Problem ist, dass hier links das Fenster zur Straße und zu den Nachbarn ist. Ich muss hier wirklich aufpassen, deshalb das rote Licht. Ich werde hier nicht weiter reingehen, aber da vorne die ganzen Dekogegenstände, dann eine Musikanlage. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Aber ich kann hier an dem Fenster jetzt gerade schlecht vorbeigehen. Leute, ich werde euch alles zensieren müssen, aber hier ist gerade ein Schreiben. Und es geht hier um Schulden. Datiert ist das Schreiben 13. April 2011. Und ich schätze mal, das wird auch ungefähr die Zeit sein, in der man den Leerstand hier einordnen kann. Also seit 2011 steht dieses Haus hier leer und wurde wahrscheinlich immer weiter durchwühlt, sodass der jetzige Zustand sich irgendwann abgezeichnet hat. Mal sehen, was wir noch finden. Ich würde sagen, bevor es nach oben geht, noch einmal in den Raum, der für mich aussah wie ein kleines Esszimmer. Hier die alte Uhr. Die alte, unechte Pflanze. Sieht alles wirklich richtig alt und unheimlich aus. Jetzt hört man gerade den Zug. Gerade mit dem Zug ist es wirklich unheimlich hier. Hier ist noch alles da. Guckt euch das an. Nagellackentferner. Irgendwelche kosmetischen Utensilien. Hier das Fenster völlig zerstört. Und hier auf dem Bett ist es kein Esszimmer, sondern ein Schlafzimmer. Auf dem Bett finden sich noch alte Taschen, Koffer, Kleidung, Felle, Fotos. Es ist wirklich wieder noch alles da. Kleine Notizbücher. Hier der Kleiderschrank ist noch völlig eingerichtet. Alle Jacken noch da. Ich werde euch gleich vielleicht einmal kurz abseits des roten Lichts den Raum in Farbe zeigen.
sodass ihr nochmal einmal einen kleinen Überblick bekommt. Guckt euch das an. Noch alles da, da hinten der kleine Wecker auf dem Nachttisch. Die Tapete mit dem Blumenmuster. Hier der alte Lampenschirm, der von der Decke hängt. Wahnsinn. Und hier wirklich die ganzen alten Kleidungsgegenstände, die ganzen Jacken und Mäntel. Alle vergessen und einsam hier in dem Schrank noch einsortiert. Seit über 10 Jahren hängen die hier und warten darauf, wieder getragen zu werden. Ja, irgendwie ist es auch schon wieder traurig. Hier waren wir eben schon unter dem Treppenaufgang noch, ja, Vorräte. Also hier am Treppenaufgang muss man wieder darauf hoffen, dass die Stufen mich halten. Sie sehen aber relativ stabil aus. Hier sind Federn. Ich weiß nicht, ob das hier ein Dachboden ist oder noch ein zweites richtiges Stockwerk, aber es sieht ja so nach Dachboden aus. Ja, hier ist auch alles vollgestellt, alte Krücken. Ich werde mich hier auch nicht weiter bewegen, auch wenn es interessant ist und mich reizt. Aber ich vertraue dem Boden einfach nicht. Und das jetzt zu riskieren, macht einfach keinen Sinn. Ich gucke nochmal um die Ecke. Aber ich glaube, hier finden wir nichts mehr. Ich mache mich wieder auf den Weg nach unten und auch nach draußen. Ich hatte hier auf dem Weg noch eine kleine Nähmaschine gefunden, die man hier in der Tasche mitnehmen kann. Also wenn man hier wieder mehr Zeit mitbringt, kann man wirklich so viele kleine Details entdecken. Es ist einfach schade drum, um all die ganzen Dinge, die hier ja, in der Einsamkeit verkommen. Aber für mich geht es jetzt wieder nach draußen, zurück in die Dunkelheit, die sich aber trotzdem irgendwie ja, noch wohliger anfühlt als dieses Haus, weil es hat auch etwas Beklemmendes. Also für mich geht es wieder nach draußen. Leute, ich bin wieder auf dem Weg in die Sicherheit des Autos. Wenn euch solche Projekte gefallen und ihr mich häufiger an Lost Places und auf solchen Erkundungen sehen wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare und ich begebe mich weiterhin für euch in diese unheimlichen Orte und nehme euch natürlich in Form dieser Videos mit. Es macht mir unheimlich viel Spaß, es ist super spannend und aufregend und ich hoffe, ihr konntet euch ein wenig gruseln, ein wenig mitfiebern und wir sehen und hören uns beim nächsten Video. Passt gut auf euch auf und tschüss.